Der SV 0 auf Auerbach tritt in folgender Formation auf. Mit der Nummer 1 im Tor Sebastian Kausler. Die 2 unser Kapitän Jonas Freiberger. Die 3 Bastian Lindner. Mit der 5 Mario Zitzmann. Mit der 7 Tim Schmiedl. Die 8 Matthias Förster. Mit der 10 Timo Hausner. Mit der 11 Jonas Schwindl. Mit der 12 Johannes Reng. Die 18 Marcelo Meyer. Und mit der Nummer 19 Tobias Erl. Bei den Hausherren auf der Ersatzbank die Nummer 99 Ersatzkeeper Luis Lehner. Mit der Nummer 8 Halt mit der Nummer 6 Manuel Trenz, mit der 9 Paul Zura, die 13 Lukas Grüner, die 15 Sayed Lali und mit der Nummer 16 Ramat Nasiri. Thank you.
Stand in der Partie SV 08 Auerbach gegen SV Grafenhöhe 1:0. Ja, Mario, was wollen wir jetzt dazu sagen? Kurz dein Fazit zu dem geilen Spiel, würde ich jetzt mal sagen für euch, oder? Absolut. Was will man dazu sagen? Du sagst es richtig. Ich bin natürlich super stolz auf die Jungs, wie sie sich reingehauen haben, wie sie gefightet haben. Vor allem nach der gelb-roten Karte war es natürlich extrem schwer. War aber war klar, dass es schwer wird. War eh schon davor schwer, dann noch schwerer und noch schwieriger. Aber die Jungs haben sich reingehauen, haben das Beste rausgeholt. Fußballerisch, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, war es natürlich jetzt kein Leckerbissen. Es ging einfach nur ums Überleben, ums Kämpfen, ums Beißen, ums Beißen. Und das haben wir heute wahnsinnig gut umgesetzt. Und deswegen finde ich letztendlich nicht einmal so unverdient. Kann man sagen, das war eine Abwehrschlacht? Absolut, ich denke, das trifft es heute am besten. Alles andere, denke ich, also mit recht viel Fußballspielen oder Kurzpass oder sonstiges, hat es natürlich gar nichts zu tun gehabt, sondern einfach nur Abwehrschlacht. Was gibt es oder Sieg für die Mannschaft? Ich hoffe, dass wir vor allem nach letzter Woche, wo wir wirklich ein sehr, sehr schwieriges und auch wirklich kein gutes Spiel gemacht haben mit Fohnenstrauß, jetzt mit so einem guten, gut erkämpften Sieg, dass uns das ein bisschen Selbstvertrauen gibt, dass wir vielleicht auch wieder ein bisschen ins Spielerische reinkommen, vor allem jetzt dann auswärts in der nächsten Partie, dass wir mal ein bisschen konstant reinbringen. Weil bei uns ist immer so, ein Spiel, da beweisen wir es, dass wir es können, das andere Spiel drauf wieder, tun wir es wieder schwer, kommen nicht in die Zweikämpfe, fehlt ein bisschen auch das Läuferische, und dann eine Woche später hauen wir wieder so einen raus. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Alles Gute für die nächsten Spiele. Danke. Mach's gut. Ciao. Bis Wochenende. Martin, erstmal danke, dass du nach der Niederlage erstmal über die Kamera gekommen bist. Aber das kennen wir bei dir. Du bist ein fairer Trainer, ein fairer Sportsmann. Wie ist das Traurige, sage ich jetzt einmal, was du sagst? Ja, das Traurige war, dass wir die zweite Halbzeit einfach die Überzahl in keinster Weise nutzen haben können. Wir viele zweite Bälle gar nicht bekommen, obwohl dass wir mal mehr gewesen sind. Erste Halbzeit, finde ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht, haben wir alles im Griff gehabt, haben uns auch die ein oder andere Torschance, also nicht die Nulle und Fülle, aber war natürlich auch schwer, weil es der Gegner gut verteidigt hat, war ja auch sehr tief gestanden. Aber sicher, wenn wir erste Halbzeit, dann wird man da wieder in Führung gehen, dann glaube ich, läuft das Spiel auch ganz anders. Zweite Halbzeit, manchmal kommt es vor, wenn man einmal mehr ist, meint man einen Schritt weniger zu machen. Das haben wir leider getan. Somit hat Auerbach natürlich über 90 Minuten verteidigt, dass wir eine Standardsituation dann bekommen, wo der Gegner das 1-0 macht. Ja, das hat irgendwo den Spielverlauf dann gerade zweite Halbzeit wieder gegeben. Wie schwer ist es eigentlich, allgemein gegen einen mal weniger zu spielen? Ich meine, man hat es halt gesehen, das ist in der zweiten Halbzeit, wie du gesagt hast, eigentlich schwerer gefallen als in der ersten gegen Oldenburg. Ja, grundsätzlich will ich jetzt auch keine Ausrede, aber es war natürlich normalerweise, wenn es da mal mehr bist, musst du natürlich sehr viel über Außen spielen, sehr breit. Da ist jetzt der Platz gerade auf den Außenpositionen natürlich nicht der beste war. Okay, ist keine Entschuldigung, aber wenn man es natürlich da sauber breit spielen kann, dann glaube ich, muss der Gegner auch sehr viel Wege machen. Wir haben natürlich auch ein paar Spiele gehabt, wo ich sage, war irgendwo unter aller Sau. Und dann hat natürlich der Gegner immer wieder auch die Zweikämpfe suchen können. Und wenn man sieht, wir haben eine Torschance gehabt, Johannes, ansonsten haben wir auch nicht einmal Torschance gehabt. Also dann wissen wir schon, welche schlechte Halbzeit das wird spielen. Alles klar. Martin, ich danke dir für dein Kommen und wir sehen uns wieder. Mach's gut, danke. Alles Gute.